Hallo und herzlich willkommen beim Tetally Accurate Battle Simulator. Ja, die blaue Armee steht immer noch vor unserer Tür und wir als heldenhafter General müssen unsere heldenhafte Armee zusammenstellen, um die blauen Hunde zurückzuwerfen, um die zu zerquetschen, niederzutrampeln. Jawohl, beim letzten Mal ist uns dann nicht mehr so gelungen hier, die drei Katapulte auszuheben. Ich habe aber schon vorgearbeitet. Ich habe schon zwei Kanonenteams und einen Katapult dahingestellt. Ich glaube, die Kanonenteams schießen ein bisschen schneller. Ja. Und von daher könnte das was geben. Jetzt sind wir noch so clever und tun hier 5 Hofmeister von der Seite ran. Die schleichen sich jetzt von der Seite an und werden dann zum Schluss alles... Nee, Moment. Einen muss ich wegnehmen. Tut mir leid. Einen weniger. Und wir brauchen jetzt Scheinziehen, damit die Idioten sich da versammeln. Hier, 1, 2... Opferlämmer sozusagen. Nützt uns ja alle nichts. So. Wir brauchen noch mehr Opferlämmer. Brauchen noch hier 1. Damit die schön durch die Gegend rennen und nicht wissen, wo sie hin sollen. Zack. Hier noch einen hin. Und da noch einen hin. Und da noch einen hin. Okay. Und jetzt, Billy, go! Einsatz! Sehr gut. Oh, 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 oh. Sehr gut. Rein ab! Der nächste abgeknallt, komm! Weg, jawohl! So, jetzt der nächste. Nur leicht getroffen. Ach, der Idiot wirft sein Ding um. Gott, ach nein. Was macht der denn da? Du horchst, du Dümmlicher. Ist denn das zu fassen? Also die Kanonen waren keine gute Idee. Muss ich leider so sagen. Die Ninjas habe ich gar nicht gesehen. Der Idiot. Entschuldigung. Der Idiot war nicht in der Lage, seine Kanone zu beherrschen. Hier, den machen wir mal weg hier. 1800. 1800 war eine gute Zahl. Wir müssen noch einen Minsk. Minsk, Fußgänger, Gurkenkopf hier einsetzen. Und der, jetzt kommen die Griechen wieder mit ihrer Kanone. Nee. Ja. So. Der war gut. Der ist gut. Und der ist auch gut. Der nicht, der nicht. Mitzke. Hier. Und hier Mitzke. Oh jo! Jetzt bin ich gespannt. Dielen! Feuer! Sehr schön. Ganze Wagenladen niedergemäht. Und der hat den eigenen Mann erschossen. Perfekt. Nur den einen Trottel hier vorne. Das sieht nicht gut aus. Nein, weg. Ach, ist doch nicht wahr, du Hühnerdieb. Okay, soweit gut. Da rennt noch einer von der Seite. Sehr gut, die haben beide Schüsse verschossen dafür. Weg damit. Weg damit. Victory. Sehr schön. Was ist denn hier? Nun wird unsere Wüstengrenze angegriffen, sehe ich gerade. Was haben wir denn hier? Ein paar Ritter. Die Typen mit Schilde. Und noch ein paar Ritter. Machen wir aber doch. Die Schildtypen sind lästig. Die blocken immer viel. Da werden wir mal so eine Hawachi einsetzen. Hier, Hachi, und wenn sie weggeblasen. Hawachi. Das sind die Geschichte. Wunderbar. Hier so ein Rollfass haben wir auch noch nicht eingesetzt. Wollte ich auch schon sowieso machen. So. Ihr könnt geradewegs hier drauf zuhalten. Hier ist der Feind. Hier ist auch der Feind. Kommt gerade drauf zu, Männer. Und im Hintergrund werden wir dann den Rest hier. Die werden wir alle zusammen machen. Oh ne, die sind nicht so weit vorne. Weiter hinten. Ja, weiter hinten. Als Pulk. So. Bin gespannt, ob der Plan aufgeht. So, erstmal feuerfrei, Hawachi. Sehr gut. Leider nicht alle erwischt. Wow, sehr gut. Die latschen alle schön durch Feuer.
Perfekt, aber leben noch viele Schildtypen. Ach du Kacke. Los, los, Ninjas raus. Oh, 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 oh. Nein! Die Hawachi hat zu bescheiden agiert. Wenn wir da einfach noch so eine Bombe machen da. So ein Rollfass. Pass auf. Rollfass. Und dann... was machen wir denn da? Noch 200 haben wir. Ach hier, Wurfstern Armada. Nee, nee. Wir brauchen ein bisschen Handfestes. Go! Bin ich gespannt. Du rennst wieder falsch, du Horst. Waff! Oh nein, aber die brennen alle. Brennt, 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 die Hunde. So. Jawohl, weg mit dem. Das sieht gut aus. Jawohl. Schmeißt. Ja. Wo ist das letzte Ziel? Wohin stolpern sie denn? Ach, der letzte Mann hier, der wird niedergemetzelt. Kann ich schon sagen. Zack. Wie die Typen aussehen. Sehr gut. Ruhmreicher Sieg für unsere rote Armee. Haben wir denn noch hier? Bogenfritzen. Ah, das sieht aus für einen Einsatz für die Hawachi. Genau, pass auf. Hawachi. Hawachi, hier. Hawachi, Feuer frei. Weg mit dem Rotz. Und dann werden wir, pass auf, nehmen wir hier. Taktisch klug. Wenn wir angeritten kommen. Zack. Und hier nehmen wir noch ein paar Kopfnussmänner. Die können hier rumhampeln. Und ein Ziel zum Ablenken, damit der Weihnachtsmann nicht direkt attackiert wird. Zack. Bin ich gespannt. Go! Hawachi! Ja, 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 ja. Oh, hervorragend. Und dann könnte der Weihnachtsmann hier ding, 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 ding. Quasi alle platt. Ha! Ja, mit links, Leute, mit links. Einwandfrei. Der hat sie wunderbar alle platt gefahren. Mit dem Rentierschlitten, jawohl. Aber das sieht auch gut aus. Sieht prädestiniert aus für den Einsatz von Rentierschlitten. Ich muss gerade schon Kaffee trinken. Extrem wichtig. Ja, mal her. Streitwagen. Hier am Rand. Noch ein Streitwagen. Hier am Rand. So, was können wir, was dagegen anstinkt? Ein paar Schildtypen, oder? Könnte 10 Schildtypen. Dann hätte der Weihnachtsmann freie Fahrt. Wir probieren das einfach mal. Und natürlich, wie immer, last but not least. Ach, komm. Anführer der Horde ist der Keulenfredo. Go! Jetzt bin ich gespannt. Heimtückisch wird Rudolf zuschlagen. Heimtückisch, der Rudolf, wohin fährt der denn? Der Tron. Ah, da guck mal da hinten. Der rast schon durch die Reihen und mäht sie alle nieder. Sehr gut, sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Die wissen nicht, wo sie hinziehen sollen. Schießt euch sie gegenseitig platt. Sehr schön. Und das Schildmänner rennen nach vorne. Welch wunderbare Taktik. Los drauf, den noch niedermachen. Jetzt wird's aber eng. Ups, so oben. Wo ist der Keulenmann? Ah. Die Schildmänner haben versagt. Die müssen wir durch was anderes ersetzen. Aber durch was? So ein Fass, das kommt niemals an. Wenn wir selber so ein Bataillon aufstellen. Oder wir setzen einfach noch so einen Wagen hin. Was kann man denn holen für 800? Ein Chicken Man. Boxer, ein Boxer, der kann nach vorne rennen. Da wird er sofort erschossen. Der Boxer wird sofort erschossen. Verkackter Axtmann. Ich glaube auch, dass er nicht lange durchhält. Okay.
haben wir jetzt noch 400. Nee, hör mal auf, wir schicken einen Axtmann ins Feld. Dafür noch einen Streitwagen. Hier, doppelte Angriffsgeschwindigkeit vom Süden. Los, Axtmann! Vorwärts! Sei mutig! Da kommt die Rudolf-Bande! Jawohl, 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 sehr gut! Och nein, vertrottelt! Fährt sich selber über den Haufen. Das sieht schon besser aus. Gar nicht so schlecht. So, jetzt die letzten. Ja, 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 ja. Niederraffen da. Weg. Boah, exzellent. Den Wagen geschleudert. Weg mit denen. Sehr gut. Rudolf gibt Gas. Jetzt nur noch eisig gespannt. Axtmann, der wird dir den Schädel spalten, du Blinde. Guck, nein. Hab ich gesagt, du blinde Nuss. Der Wagen hat mir nicht so gut gefallen. Den müssen wir verteidigen, den müssen wir hier. Der kommt aus der Tiefe des Feldes, kommt er angerast. So. Go aber jetzt. Aber jetzt go. Warum zieht der immer nach da drüben? Vertrottelte Hunde, vertrottelten Idioten. Haben dich hoffentlich gegenseitig abgeknallt. Bin gespannt. Was macht der denn da hinten? Der hängt am Stein fest. Leute. Oh, 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 oh. Das sieht schlecht aus. Nur noch ein Rudolf am Start. Unfassbar. Unfassbar, dass der hinten am Stein festgehangen hat. Das kann gar nicht sein. Wir starten einfach gleich nochmal die Runde und gucken, ob wir jetzt besser rankommen. Wer hat den nach vorne gerissen? Oh, 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 oh. Erst ist weg. Wenn der mal wirklich eine Reihe reiten würde. Ja, 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 ja. Nimm noch mehr mit. Und der andere bleibt tatsächlich wieder hängen. Oh, sehr schön. Komm, komm, komm. Reite sie nieder. Und jetzt. Da ist Rudolf Nummer 3 im Einsatz. Rudolf Nummer 3 wird das Rennen machen. Rudolf Nummer 3 am Start. Der Idiot hängt sich, verknattelt sich im eigenen Wagen. Er schiebt ihn da drüber, jawohl. So, den anderen nehmen wir mit als Deckung. Gut geklappt. Und Victory! Da haben sie alle niedergeritten mit dem eiskalten Rudolf-Rentier-Schlittenwagen. Fantastisch. Hervorragende Leistung, Männer. Bin zufrieden. So, was haben denn die Aggressoren jetzt am Start? Kanonen. Hallo, und an für sich war das ja eben wunderbar, wenn die Rudolfs durchkommen. 3000 haben wir, wenn wir 5 Rudolfs, dann ist hier Ruhe. Die reiten noch alles in. Aber ich glaube nicht, dass die Kanonenmänner ankommen. Obwohl, 5 Rudolfs. Go! Rudolf Armee, go! Können nix. Los, rast rein. Mäht alles weg. Jawohl, jawohl. Och, lächerlich, die Erdlinge. Lächerlich. Wollen die denn, die Wichte? Gegen die Schlittenarmee des Weihnachtsmanns haben die doch gar nichts zu bieten. Da ist noch ein Klon. Fahrt ihn nieder. Den Wicht. Ha! Ha! Ist der eine Kriegsführung? Du brauchst 5 Rentiere. Und dann war es. Oh. Haben wir jetzt hier 2 Katapulte. Die sind schon mal gar nicht schlecht. Wer ist das? Die haben einen schicken Mann. Das ist doof. Der muss. Hawachi. Hier muss noch Hawachi. Der muss hier reinprügeln ohne Ende. Hawachi. Hawachi hier. Blablabla. Alles wegbrezeln. Und dann. Holen wir. Ninja-Meister weit gefächert über das Feld, genau. Sehr gut. Und ein Samurai in der Mitte. Zack. Go! Feuer! Oh. Perfekt, perfekt. So, jetzt gilt es, dass der Schildmann schnell umfällt.
Und jetzt der Hühnermann. Macht das den Hühnermann, der liegt da schon. Perfekt, gut gestreut. Der liegt auch schon im Dutt. Jetzt wird eng. Ah, die erste Sterne fliegen schon. Sehr schön. Ach, wir marschieren auch hier durch wie durch Butter. Platz, oh, alles. So, Leute, wann haben wir denn hier am Start? Axtmänner mit Schilden. Tja, an für sich, ich denke, ich hier kein Problem, die niederzureiten einfach. Zwei Rentiere in Einsatz, das machen wir auch noch schnell. Das ist da lächerlich. Die Wikinger, die kennen keinen Streitwaren. Nee, pass mal auf, schon mal Streitwaren gesehen? Nee, gut, da wirst du jetzt kennenlernen. Hier, gut mit Geschenken beladen. Hat ein gutes Gewicht, um über diese Popelheinze einfach drüber zu rollen. So. Dann nehmen wir noch den Ninjameister. Den Ninjameister mag ich sehr gerne, weil die schießen wenigstens einigermaßen voran. Hier die Bogenschützen, die schlafen ja ein. Guck mal, der Ninja, der innerhalb von einer Sekunde haut den nächsten Ding raus. Machen wir auch. Fertig. Hier noch einen davon und ein Fußgänger. Der kann Opfer spielen. Zack. So, da bin ich gespannt. Schön sammeln, damit Rudolf da durchfahren kann. Sehr gut. Klappt perfekt, die Taktik. Oh, doch nicht ganz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie konnte das passieren? Meine traumhafte Taktik. Was ist denn hier nicht aufgegangen? Hat der Wagen nicht versprochen, gehalten, was er versprochen hat? Die sind gut vorwärts gekommen, die Typen da. Das sind halt Wikinger mit Schild, 300 Gesundheit, 140 Geschwindigkeit. Hm. Ja. War das Ding doch nicht so gut. Vielleicht machen wir einfach hier napoleonische Kanone hin da. Ach Quatsch, ein Fass. Ein Fass. Noch ein Fass. Du weg. Du weg. Ein Rentier. Restbogenschützen. Zack. Und Taekwondo-Meister. Und. Leck mich doch. Fußgänger. Puff. Go! So, Freunde, dann sammelt euch mal. Weg, Rudolf. Paf, Nummer 1. Nummer 2. So, und jetzt latscht durch Feuer. Brennt, ihr Hunde. Brennt. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Victory! Der Fußgänger hat ihn einfach umgeschubst. Jawohl. So einfach war die Runde. Hier sehen wir unser nächstes Ziel. Das sind drei Axtmänner. Was sind das? Haufenweise Fußgänger. Nordische Fußgänger. Anscheinend. Das wird aber die Herausforderung für das nächste Mal, würde ich sagen. Jo, lasst mal Kommentare, wie es euch gefallen hat. Mir macht das hier sehr viel Spaß, diese taktischen Schlachten anzuführen. Und wir haben sogar noch einen Bonus. Wenn wir das hier durchgespielt haben, können wir eigene Schlachten erstellen und eigene Probeaufgaben. Wir können zum Beispiel, weiß ich nicht, 50 Rentiere gegen 100 Kanonen und so was antreten lassen. Ja, einfach des Spaßes wegen und gucken, wer da den Sieg davon trägt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Fun. Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, was ihr euch wünscht hier zum Beispiel schon mal als Ziel. Ne? Wer gegen wen kämpfen sollte und so weiter. Und ja, ob ihr noch mehr davon sehen wollt, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss.